Hallo, fast alle Menschen in Deutschland haben ein Bankkonto. Aber ist das so einfach auch für die geflüchteten Menschen? Lass uns mal sehen. Warum sollte ich mir ein Bankkonto in Deutschland öffnen? Ja, um am Wirtschaftsleben teilnehmen zu können, brauchst du unbedingt ein Bankkonto. Du bekommst das Gehalt, Lohn, Sozialhilfe auf das Konto gezahlt. Du bezahlst die Miete vom Konto, du bezahlst Gas und Strom vom Konto. Wo und wie kann ich mir ein Bankkonto öffnen? Ja, die Bank ist frei wählbar. Du kannst, das nennt sich Basiskonto, kannst du sowohl online abschließen, bei jeder Bank, die du haben möchtest, oder eben bei einer Filiale. Du musst natürlich nachweisen, wo du wohnst. Das heißt, du brauchst eine Meldebescheinigung. Ein Ausweis wäre auch super. Wenn du den nicht hast, reicht ein Ankunftsnachweis oder eine Aufenthaltsgestattung oder ein Duldungsnachweis. Welche Leistung bietet mir ein Bankkonto in Deutschland? Ja, du kannst mit dem Basiskonto kannst du erstmal nicht ins Minus rutschen. Du kannst auch Lastschriften machen, das heißt bei einer Telekommunikationsfirma zum Beispiel, wo du deinen Handyvertrag hast. Die ziehen dann monatlich das Geld ein, denen gibst du eine Genehmigung dafür. Wenn da aber irgendetwas nicht stimmt, dann kannst du auch innerhalb von 8 Wochen diesen Betrag zurückbuchen. Mhm. Und das siehst du anhand deines Kontoauszuges. Welche Pflichten habe ich, wenn ich ein Konto in Deutschland öffne? Ja, du musst natürlich schauen, dass du der Bank mitteilst, wenn du umziehst, weil du musst immer erreichbar sein. Das zweite ist, dass du natürlich dein Konto versuchst, immer gedeckt zu halten. Also wenn du eine Überweisung machst und es ist kein Geld drauf, dann wird die Überweisung geblockt. Das Konto kostet ja Geld und also meistens irgendwas bis zu 15 Euro durchaus im Monat, dass du das Geld parat hast, um das Konto zu bezahlen. Wie sieht es aus mit Geldüberweisen ins Ausland? Du kannst grundsätzlich weltweit Geld überweisen, von Bankkonto zu Bankkonto, kein Problem. So Freunde, wie ihr seht, es gibt viele Vorteile für ein Bankkonto. Ihr könnt einfach ein Geld für den Ausland einfach überweisen oder eine Bankkarte haben und überall einkaufen. Falls ihr immer noch kein Bankkonto habt, dann sucht und recherchiert die beste Konto für euch. Es gibt viele verschiedene Banken mit verschiedenen Gebühren auch. Und am liebsten, bevor das ihr unterschreibt, falls ihr eine Probleme mit Sprache habt, dann Freunde mitnehmen oder Dolmetscher, die euch unterstützen und helfen können. Und wichtig, immer ein bisschen Geld im Konto lassen, falls irgendetwas später passiert. Das war's für heute. Jetzt sage ich für euch Tschüss.